von Sokrates. Meine Damen und Herren, erzählt man sich unter vielen anderen auch folgende Anekdote. Als er wieder einmal auf dem Marktplatz von Athen stand und dem bunten Treiben zusah, rannte plötzlich ein Mann über den Platz, der von mehreren anderen verfolgt wurde. Und die Verfolger riefen: Haltet den Mörder, Sokrates, halte den Mörder! Doch Sokrates reagierte nicht und blieb stehen. Einer der Verfolger hielt an und fragte ihn: Sokrates, warum hast du den Mörder nicht aufgehalten? Und Sokrates fragte in bekannter Weise zurück: Was ist ein Mörder? Darauf der Verfolger: Jemand, der einen anderen umbringt. Darauf Sokrates: Ach so, ein Soldat. Der Verfolger: Nein, jemand, der einen anderen im Frieden umbringt. Darauf Sokrates: Also ein Scharfrichter. Der Verfolger: Nein, jemand, der einen anderen zu Friedenszeiten in seinem Haus umbringt. Darauf Sokrates: Ach so, ein Arzt. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Was lernen wir? Ich meine zum Beispiel zweierlei. Erstens, unvoreingenommenes, beharrliches, ja naives Fragen kann eingefahrene Denkstrukturen durcheinanderbringen. Und zweitens, mechanisches Schlussfolgern muss nicht immer zum richtigen Ergebnis führen. Und damit sind wir mitten im Thema. Denn eingefahrene Denkstrukturen, die es durcheinander zu bringen gilt, gibt es auf beiden Seiten des Grabens, der die Naturheilverfahren oder die Erfahrungsheilkunde von der Hochschulmedizin oder Schulmedizin trennt. Entsprechende Gegensatzpaare können da zum Beispiel heißen Erfahrung statt Wissenschaft, Heilkunde versus Medizin, kausal-analytischer Reduktionismus kontra induktivistisch-synthetische Ganzheit, rationale, kausale Therapie versus Placebo. Unvoreingenommenes Fragen ist auch hier fruchtbar, und zwar für beide Seiten. Denn der Hochschulmediziner, der Biowissenschaftler, muss sich schon ganz beharrlich fragen lassen, warum er sich eigentlich nicht mit den Naturheilverfahren beschäftigt, wenn mehr als die Hälfte der niedergelassenen Ärzte sie zumindest gelegentlich anwendet, wenn Tausende von Ärzten sie fast ausschließlich praktizieren und wenn ein Großteil der Bevölkerung sie ausdrücklich wünscht. Und mechanisches Schlussfolgern bei der Antwort auf diese Frage muss hier wahrlich nicht zum richtigen Ergebnis führen. Denn nur weil das Reichsgesundheitsamt in den 30er Jahren und weil Paul Martini in den 50er Jahren beispielsweise die Wirksamkeit der Homöopathie nicht nachweisen konnten, heißt das noch lange nicht, dass ein Wirksamkeitsnachweis der Homöopathie generell unmöglich ist. Wie der berühmte Kliniker Anschütz vor einem Jahr noch einmal glaubte, verkünden zu müssen. Es ist überhaupt die Frage, warum selbst gestandene Wissenschaftler jeder Couleur gegenüber dem Phänomen der Naturheilkunde bei dem Gedanken, es könne auch eine andere, eine alternative Medizin geben, jede Form einer fairen akademischen Auseinandersetzung, ja manchmal selbst die mitteleuropäischen Maßstäbe des Benehmens vergessen. Warum gilt für Sie hier nicht das sonst so selbstverständliche Gebot, sich erst einmal kundig zu machen, bevor geurteilt, ja verurteilt wird? Warum kann hier ungetrübt von jeder Sachkenntnis gleich von vornherein polemisiert werden? Hochgehalten wird der Vorwurf völliger Unwissenschaftlichkeit. Therapeutisch gesprochen, der Vorwurf uneingestandener Placebotherapie, die ja immer verbunden ist mit dem Ogu des Betrugs. Dass dies nur vorgeschoben ist, sieht man an der Reaktion derselben Professoren, wenn ihnen die wissenschaftlichen Untersuchungen, von denen ich gleich anschließend berichte, vorgelegt werden. Untersuchungen,
die Sie oft so lange und so laut gefordert haben. Die gelindeste Reaktion heißt dann noch, das glaube ich nicht. Um es gleich zu sagen, diese Reaktion ist selten. Weit häufiger ist folgende Reaktion, ich zitiere aus einem Brief: Ich kann in dieser Arbeit nicht den geringsten wissenschaftlichen Wert erkennen. Deshalb bin ich auch nicht bereit, in einem Expertenkolloquium die Aktivitäten von Herrn XY zu diskutieren. Woran man sieht, dass es eben nicht um eine ernsthafte, schon gar nicht um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung geht. Die Gegenseite verhält sich häufig nicht besser. Reines Polemisieren gegen eine dann so negativ apostrophierte Schulmedizin, seelenlose Apparatemedizin und so weiter, ist weder inhaltsreicher noch ernsthafter. Im Kreuzfeuer um die Naturheilkunde geht es eben um einen Glaubenskrieg, in dem Heiligtümer verteidigt, Brunnen vergiftet werden, in dem es zu den eigenartigsten Koalitionen kommt und in dem wegen der langen Dauer nachher niemand so recht weiß, worum es ursprünglich ging und warum man einen so sinnlosen Krieg eigentlich führt. Erstaunlicherweise hat aber der ganze lange Krieg bisher nicht zum Untergang der Naturheilkunde geführt, auch nicht von Teilbereichen. Ganz im Gegenteil. Die Bedeutung alternativer Medizin wächst und ich habe den Eindruck, sie wird in ihren Methoden nur noch vielfältiger. Auch werden alte, längst vergessen geglaubte Verfahren und Medizinen reaktiviert. Diese Entwicklung nun nur damit erklären zu wollen, sie entspräche dem unausrottbaren Sehnsüchten der Menschen nach Okkultem, scheint mir viel zu kurz gegriffen, ja regelrecht töricht. Aber wir befinden uns ja auf einem Kriegsschauplatz, wo die Propaganda eben nicht nach Sinn und Verstand zu beurteilen ist. Warum also beschäftigen sich Wissenschaftler nicht mit diesem für sie ärgerlichen, aber offenbar unausrottbaren und ärgerlicherweise immer bedeutenderen Phänomen? Und sei es von mir aus nur, um ihm endlich wissenschaftlich begründet den Garaus zu machen. Warum forscht man nicht wenigstens dagegen an, statt wissenschaftlich gleichgültig gegen etwas zu polemisieren, das man im Grunde gar nicht kennt? Man ärgert sich darüber, dass mittlerweile 3/4 der Bevölkerung für Naturheilverfahren sind. Man ist irritiert, dass immer mehr Patienten ihren Arzt nach solchen Mitteln und Verfahren fragen. Und man ist beleidigt, dass Heilpraktiker immer frequentierter sind. Aber man setzt sich nicht ernsthaft mit den Inhalten auseinander. Dies ist besonders schlimm zu einer Zeit, wo immer mehr und immer bessere wissenschaftliche Untersuchungen auf den verschiedensten Gebieten der Naturheilverfahren vorgelegt werden. Es ist geradezu fatal für die Wissenschaftler, die endlich solche Themen aufgreifen und in ihre Forschung einbeziehen. Denn sie stehen zum Beispiel unversehens vor einem Veröffentlichungsboykott. Jüngere Wissenschaftler bekommen sehr bald zu spüren, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Naturheilkunde karrierefeindlich ist, gelinde gesagt. Angesichts der einzelnen Schicksale, die ich in diesem Zusammenhang kenne, muss ich manchmal erbittert konstatieren, dass die Ignoranz der Ergebnisse dieser Forschung noch die harmloseste Reaktion darstellt. Ich möchte Ihnen im Folgenden an einem Beispiel darstellen, warum es zu dieser misslichen Situation gekommen ist und immer wieder kommt. Denn das Ganze hat natürlich seine Gründe. Ich wähle das Beispiel Homöopathie und zwar aus folgenden Gründen. Die Homöopathie ist das älteste europäische Therapiesystem außerhalb der Hochschule, seit mehr als 150 Jahren sozusagen der andere Weg der Medizin. Die Homöopathie ist im Unterschied zu allen Naturheilverfahren und Richtungen der Erfahrungsheilkunde ein komplettes, geschlossenes System mit einem eigenen Diagnosesystem, eigenen, sehr speziellen Arzneimitteln mit einem besonderen Herstellungsverfahren, mit einer eigenen Theorie,
mit einer ganz besonderen Sicht von Krankheit, Gesundheit und Heilung. Von ihren Verfechtern wird sie als geniale Heilmethode gesehen, die ausschließlich in die Hand des Arztes gehört. Zweitens, für die Naturwissenschaften und die Medizin dagegen ist die Homöopathie nichts anderes als eine einzige Zumutung. Das ganze Dilemma, die unsäglichen Auseinandersetzungen zwischen Wissenschaft und Naturheilverfahren sind deshalb am Beispiel der Homöopathie besonders scharf und damit auch besonders deutlich. Drittens, die wissenschaftliche Durchdringung der Homöopathie ist nun aber mittlerweile am weitesten fortgeschritten. Die Ergebnisse sind die solidesten und damit auch die am besten ignorierten. Und schließlich bin ich der Meinung, dass sich von der Homöopathie her am meisten sagen lässt zum Thema Wegweisung für eine neue Pflanzenmedizin, wenn der Stand der wissenschaftlichen Durchdringung dabei eine Rolle spielen soll. Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt werden, so der Kernsatz der Homöopathie Hahnemanns. Umschrieben soll das heißen, dass Stoffe, die in hoher Dosis bei einem Gesunden eine bestimmte Krankheit bzw. bestimmte Symptome hervorrufen, dass diese Stoffe aus Pflanzen, Tieren oder Mineralien in bestimmter Weise verdünnt und aufgearbeitet eben solche Symptome bzw. eine solche Krankheit bei einem Patienten heilen können. Dieses pharmakologische Denken steht von vornherein quer zur heute gültigen klinischen Medizin und damit beginnt die Liste der Zumutungen, die die Homöopathie für die naturwissenschaftlich fundierte Hochschulmedizin darstellt. Sie haben vielleicht schon gehört, dass die Verdünnung der Ausgangsstoffe in Schritten von 1 zu 10, 1 zu 100 oder 1 zu 50.000, wobei zu jedem Schritt in genau vorgeschriebener Weise geschüttelt bzw. bei festen Stoffen gerieben werden muss, dass also diese sprichwörtliche homöopathische Verdünnung sehr rasch so weit geht, dass schon rein theoretisch kein Molekül der Ausgangssubstanz mehr darin enthalten sein kann. Aber dann geht es erst richtig los mit dem Potenzieren. So heißt dieser Vorgang. Und wenn der homöopathische Arzt dann von irgendeiner Substanz eine sogenannte D200 verordnet, so bedeutet das, dass der Stoff in einem Volumen gelöst ist, das eine 1 mit 200 Nullen darstellt. Selbst wenn es sich dabei um Milliliter handelt, so ist das mehr als das Volumen des derzeit vorstellbaren Weltraums. Aber selbst wenn der Wissenschaftler und Mediziner angesichts dessen bereits verwirrt abwinkt, wenn es um die Homöopathie geht, wird alles immer noch schlimmer. Denn es ist gar nicht so selten, dass der homöopathische Arzt von einer solchen D200 nur eine einmalige Dosis von 10 Tropfen verordnet. C2. Sie müssten zugeben, mit Zumutung ist das für das wissenschaftlich-medizinische Denken noch sehr gelinde und höflich umschrieben. Auf der Liste der Zumutungen folgt dann, dass die Indikation, Arzneimittelbild genannt, anhand überlieferter Vergiftungsfälle und anhand von einzelnen Versuchen an gesunden Menschen, den sogenannten Arzneimittelprüfungen, gewonnen wird. Die Arzneimittelbilder enthalten oft zig Symptome, weshalb sie von den Gegnern auch gerne als Indikationslyrik etikettiert werden. Nicht zu vergessen ist schließlich, dass die homöopathischen Arzneimittel strikt individuell verordnet werden, sodass unter Umständen zwei Patienten mit schulmedizinisch gesehen derselben Krankheit zwei völlig verschiedene Mittel bekommen. Der Gipfel der Zumutungen aber ist, dass sich die Homöopathie als reine Arzneimitteltherapie versteht. Wen wundert es dann noch, dass sie immer wieder in die Nähe des Schamanismus gerückt wird? Kein Wunder auch, dass der eben schon zitierte berühmte klinische Internist Professor Anschütz zu dem abschließenden Urteil kommt, dass die Homöopathie grundsätzlich nie auf wissenschaftliche Beine gestellt werden kann. Auf diesem Hintergrund nun zum Stand der Forschung.
In 10 sogenannten Doppelblindstudien, dem härtesten und sichersten Instrument der klinischen Forschung, hat Wiesenauer von 1980 an über einen Zeitraum von 10 Jahren an insgesamt über 1000 Patienten den Wirksamkeitsnachweis der homöopathischen Behandlung von Heuschnupfen geführt. Dabei verglich er nicht nur das homöopathische Mittel, in diesem Falle Galfimia, mit Placebo, sondern auch mit einer entsprechenden bloßen Verdünnung, ohne homöopathische Aufbereitung. Bei diesen Langzeitstudien ergab sich nicht nur der exakte Wirksamkeitsnachweis, das hieß in diesem Falle, bei durchschnittlich mehr als 80% der Patienten stellte sich der volle therapeutische Erfolg ein, sondern es ergab sich auch der Nachweis, dass das homöopathische Potenzieren, diese schlimme Zumutung für die Wissenschaft, zur Wirksamkeit des Arzneimittels gehört. Die bloßen Verdünnungen waren nämlich weit weniger wirksam. Professor Hildebrand von der Universität Marburg gelang der Wirksamkeitsnachweis von homöopathischem Arnika beim experimentell erzeugten Muskelkater an gesunden Probanden. Tiermedizinische Studien in der Außenstelle Schwarzenbek der Freien Universität Berlin seit 1987 zeigen, dass die homöopathische Prophylaxe in der Massentierhaltung bei Schweinen zum Beispiel der praxisüblichen Antibiotikatherapie weit überlegen ist. Der Forschungsschwerpunkt in der Homöopathie seit 1985 liegt hier in Hannover. Die Gruppe von Professor Harisch an der Tierärztlichen Hochschule arbeitet fieberhaft am biochemischen Nachweis der Homöopathie, einer Sache, die man noch vor wenigen Jahren in der Wissenschaft für absolut ausgeschlossen hielt. Hier wird mit modernsten biochemischen Methoden der Frage nachgegangen, ob sich bestimmte Potenzen im Stoffwechselgeschehen der Zelle durch homöopathische, bestimmte Prozesse im Stoffwechselgeschehen der Zelle durch homöopathische Arzneimittel, und zwar auch in den sogenannten Hochpotenzen, messbar beeinflussen lassen. Im Mittelpunkt stehen Untersuchungen am zentralen Stoffwechselorgan Leber bei gesunden Ratten. Die Ergebnisse sind sensationell. Entscheidende Steuersysteme der Zelle reagieren eindeutig auf Homöopathika. Je nach Arzneimittel und Potenz kommt es zu Änderungen der Aktivität oder der Freisetzung, vor allem von Enzymen und sogenannten Mediatoren. Das sind Vermittler der verschiedenen Stoffwechselvorgänge, also zentrale Vermittler und Botenstoffe im Stoffwechselgeschehen. Auf der Ebene der Zelle ist damit heute bereits in 6 groß angelegten Versuchsprogrammen mit über 50 Fragestellungen der eindeutige, mehrfach reproduzierte Wirkungsnachweis der Homöopathie erbracht. Damit zeigt sich übrigens in aller Deutlichkeit, dass die gängigen Methoden der modernen Biochemie sehr wohl für die wissenschaftliche Durchdringung der Homöopathie geeignet, ja mit Sicherheit bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind. Die Arbeiten von Harisch, sie dauern immer noch an, sind auch noch in anderer Hinsicht von höchster Bedeutung. Wird hier doch auf einer Ebene der Lebensvorgänge gearbeitet, die bei allen Lebewesen, ob Pflanze, Tier oder Mensch, grundsätzlich gleich ist. Die Untersuchungen sind ferner von so enormer Bedeutung, als die homöopathischen Arzneimittel an gesunde Tiere verfüttert wurden und nicht etwa zwangsweise verabreicht, nachdem eine experimentelle Krankheit gesetzt worden war. Die Ergebnisse aus 5 Jahren Forschung sind inzwischen im angesehensten wissenschaftlichen Verlag der Bundesrepublik in Buchform erschienen. Es bleibt abzuwarten, ob auch sie ignoriert werden. Ein spannendes Untersuchungsprogramm unter der Leitung von Weingärtner hat sich in den vergangenen Jahren einem der zentralen Probleme der Homöopathie gewidmet, der Frage nämlich,
Ob bei der homöopathischen Aufbereitung der Arzneimittel, dem sogenannten Potenzieren, stabile physikalische Veränderungen entstehen. Dieses Problem ist insofern zentral, als bei der homöopathischen Aufbereitung, wie eben erwähnt, ja sehr rasch die Grenze des Stofflichen überschritten wird. Ab einer bestimmten Verdünnungsstufe, der sogenannten D23, kann schon rein rechnerisch kein Molekül der Ausgangssubstanz mehr im Arzneimittel vorhanden sein. Was die Wissenschaft dazu sagt, können Sie sich denken. Arzneimittel, die über diese Stufe hinausgehen, und das sind die therapeutisch am häufigsten gebrauchten, sind schlicht als inhaltsleer, als Placebo, als Scheintherapie also zu betrachten. Und chemisch gesehen sind sie das auch. Wenn also das Potenzierungsverfahren etwas bewirken soll, und das wird seit Hahnemanns Zeiten, also seit fast 200 Jahren behauptet, dann kann es nichts mit Chemie zu tun haben, sondern allenfalls mit Physik. Weingärtner also hat nun zum ersten Mal in einer wirklich sauberen Untersuchung zeigen können, dass die Potenzierung tatsächlich eine stabile physikalische Veränderung bewirkt. Er bediente sich für diesen Nachweis einer der modernsten Methoden der physikalischen Chemie, der sogenannten Kernresonanzspektroskopie. Es ist mir übrigens nicht gelungen, zur Diskussion dieser Ergebnisse wichtige Experten an einen Tisch zu bringen. Alle einschlägigen Naturwissenschaftler lehnten eine Teilnahme an einer solchen Diskussion ab. Weder dankend noch höflich übrigens. Warum? Warum? Weil die Ergebnisse zurzeit nicht zu erklären sind, weil man sie nicht verstehen kann. Und damit seien sie wissenschaftlich wertlos. Die Fakten aber sind da. Ich habe Ihnen hiermit die herausragendsten Beispiele der modernen Homöopathieforschung genannt. Eines muss ich aber klarstellen. Dies sind bei weitem nicht alle Projekte und auch mit Sicherheit nicht die einzigen guten bzw. soliden. Meine Auswahl hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die von mir beschriebenen Untersuchungen entstammen alle der Förderungstätigkeit der Stiftung des Ehepaars Carstens, deren Geschäftsführer ich bin. Ich kenne also diese Projekte in- und auswendig. Ich habe sie zum großen Teil mitgeplant und entworfen. Ich begleite und berate sie dauernd und kann deshalb die Ergebnisse nur dieser Untersuchungen aus eigener Anschauung beurteilen. Um aber nicht ausschließlich über Homöopathie geredet zu haben und Ihnen wenigstens einen Eindruck zum Stand der Forschung im Gesamtbereich der Naturheilkunde vermittelt zu haben, will ich die anderen Bereiche wenigstens erwähnen. So gibt es schwerwiegende und groß angelegte Untersuchungen im Bereich der Phytotherapie, der Pflanzenheilkunde, auch hier in erster Linie vorangetrieben und gefördert durch die Carsten-Stiftung. Es gibt viele gute und systematische Untersuchungen zur Akupunktur. Und es gibt, schon wieder so eine Zumutung, exzellente Forschung zum Problem Erdstrahlen-Rutengänger. Da auch gerade dieses Gebiet der Initiative der Carsten-Stiftung entspringt und da ich gelesen und heute auch gehört habe, dass dies auch in der Arbeit in Basinghausen eine Rolle spielt, will ich mich eines kurzen Kommentars nicht enthalten. Was immer Sie über dieses Projekt gehört, gesehen oder gelesen haben, und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie irgendetwas vernommen haben, ist außerordentlich hoch. Denn diese Untersuchungen haben in den Medien ungeheure Wellen geschlagen. An dem Phänomen ortsabhängiger Reaktionen, wie es wissenschaftlich genannt wird, die zumindest von einzelnen Menschen unter Zuhilfenahme einer Route empfunden werden können, an diesem Phänomen ist grundsätzlich nicht mehr zu rütteln. Das Forschungsergebnis jedenfalls ist eindeutig und zwar positiv. Lassen Sie mich zum derzeitigen Stand der Forschung auf dem Gebiet der Naturheilverfahren eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Erstens.
Die Methoden der Naturwissenschaft und der klinischen Medizin sind grundsätzlich auch für die Erforschung der verschiedensten Formen der Erfahrungsheilkunde geeignet. Sie sind in ihrer Anwendung auf diesen Bereich noch lange nicht ausgeschöpft. Es stimmt keinesfalls, wenn manche Vertreter der Naturheilverfahren behaupten, diese Therapieformen ließen sich nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden prüfen. Es stimmt nicht. Und allen Unkenrufen zum Trotz kann man eben doch bestimmte homöopathische Arzneimittel in placebo-kontrollierten Doppelblindstudien prüfen. Zweitens. Die Methoden der Naturwissenschaft und der klinischen Medizin reichen nicht aus, um vielen Phänomenen der Naturheilkunde wirklich auf den Grund zu gehen. Es müssen auch neue Methoden geschaffen und neue Forschungsansätze entwickelt werden. Es müssen eben auch die gewohnten Denkstrukturen verlassen werden. Drittens. Es müssen wissenschaftstheoretische Untersuchungen in Gang gebracht werden. Dass die Naturheilverfahren den Menschen anders sehen, dass hier ein anderes Denken vorliegt, ist bekannt. Aber wo liegen eigentlich die Unterschiede? Gegensatzpaare wie analytisch-synthetisch oder linear-kausal-kybernetisch sind Schlagworte, aber keine Erklärungen. Viertens. Die Forschung zerstört die Naturheilverfahren nicht. Weder im Sinne der Gegner, noch was die Befürchtungen der Verfechter angeht. Warum soll es der Homöopathie denn auch schaden, wenn beispielsweise gezeigt wird, dass auch sogenannte Hochpotenzen im Zellstoffwechsel Effekte ausüben? Warum ist es so schlimm zu wissen, dass es ganz bestimmte Inhaltsstoffe sind, die bei einem Pflanzenextrakt die immunstimulierende Wirkung ausmachen? Nein, an der Forschung werden die Naturheilverfahren nicht zugrunde gehen. Eher im Gegenteil. Wie steht es nun mit der Frage der Wegweisung für eine neue Pflanzenmedizin? Auch hier drängt sich das Beispiel Homöopathie auf. Zumindest bei der Frage, wie es um die wissenschaftliche Durchdringung des Themas Naturheilverfahren bei Pflanzen geht. Untersuchungen an Pflanzen markieren sogar den Beginn der Homöopathieforschung. Und Sie werden gleich sehen, dass all diese Forschungsansätze für die Interessen in Barsinghausen, von denen heute und morgen die Rede ist, von größter Bedeutung sind. Warlach unterscheidet drei Richtungen der homöopathischen Pflanzenforschung. Erstens, Homöopathika als Pflanzenschutzmittel. Zu dieser Fragestellung gibt es Arbeiten zur antiviralen und zur fungiziden, also zur pilztötenden Wirkung homöopathischer Mittel. Die Untersuchungen haben den Charakter von Pilotstudien, die Anlass zu weiteren systematischen Studien geben sollten, sie auf jeden Fall aber auch rechtfertigen. Zweitens, die Wachstumsstudien, mit denen diese Forschung im Jahre 1923 überhaupt angefangen hat. Hier findet sich eine Fülle von Untersuchungen, die jüngsten aus den 80er Jahren. Hier finden sich vor allem auch die fundiertesten Studien zur Wirkung homöopathischer Mittel generell. Darunter ist eine Arbeit über die Dauer von 15 Jahren, die mit solchem Aufwand durchgeführt wurde, dass sie praktisch unwiederholbar ist. Insgesamt zeigen die Wachstumsstudien, dass homöopathische Potenzen stimulierend auf keimende Pflanzen wirken können. Und wie sind sie wissenschaftlich zu beurteilen? Ich zitiere Warlach. Man kann nicht davon ausgehen, dass man auf festgesicherte empirische Fakten bauen kann. Aber genügend Befunde sind da, um eine allzu satte und voreilige Ablehnung in ihrer Sicherheit zu stören. Drittens, die dritte Richtung homöopathischer Pflanzenforschung umfasst Intoxikationsstudien, das heißt also Vergiftungsstudien. Das Vergiftungsmodell ist auch insofern interessant, als es auf einer niedrigen Stufe das Ähnlichkeitsgesetz der Homöopathie, Sie erinnern sich, Similia, Similibus, Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt werden, überprüfbar macht.
Für das Thema Wegweisung für eine neue Pflanzenmedizin ist ferner wichtig, dass sich hier bei den Vergiftungsstudien direkte Parallelen zu Tierversuchen zeigen. Das Vergiftungsmodell lässt sich nämlich nicht nur bei Tieren anwenden, sondern ist dort auch weit gründlicher erforscht. Worum geht es? Der Grundgedanke ist, dass einer Vergiftung vorgebeugt bzw. dass sie behandelt werden kann, indem man dem Organismus homöopathisch zubereitete Dosen des entsprechenden Giftes zuführt. Und spätestens wenn Sie hören, dass solche Studien an Pflanzen mit Arsen, Quecksilber, Chlorid, Blei, Kupfersulfat, Nitrophenol gemacht worden sind, wissen Sie, warum ich meine, dass diese Untersuchungen im Blick auf Waldschäden interessant sein könnten. Und wenn Sie dann noch erfahren, dass die Behandlung mit dem homöopathisch potenzierten Gift eine vermehrte Giftausscheidung beziehungsweise im Falle von Blei überhaupt erst eine Ausscheidung bewirkt, so ist zumindest ein Brückenschlag zu einer Pflanzenmedizin vollzogen. Dieser Effekt homöopathischer Behandlung von Pflanzen ist jedenfalls nachweisbar und reproduzierbar, dass also der potenzierte Stoff, der in massiven Dosen giftig wirkt, fähig ist, den Organismus zu stimulieren, sodass er die toxischen Einflüsse überwindet, um auch hier die Beurteilung von Warlach zu zitieren. Um allerdings einen Tropfen nicht potenzierten Wassers in diesen Wein zu tun, die Bestätigung der geschilderten Effekte für Bäume steht noch aus. Es gibt auch Parallelfälle, den Fall kann ich hier ruhig erzählen, der stammt aus der Praxis von Frau Dr. Carstens selber. Manche wissen vielleicht, dass sie ja eine internistische Praxis hat. Und wir haben darüber auch Gespräche geführt mit der Universität Bonn. Frau Carstens behandelt zum Beispiel Patienten, die bei Krebs eine Chemotherapie bekommen, die ja hochgiftig ist. Und sie fängt Giftwirkungen damit ab, dass die Patienten gleichzeitig dieses chemische Medikament potenziert bekommen. Und wir haben also Berichte vorliegen aus dem Universitätsklinikum in Bonn, wo also da ganz erstaunliche Befunde auch schriftlich fixiert sind. Also auch da dasselbe Prinzip, die Giftigkeit eines Stoffes abfangen, indem man das Gift potenziert dazugibt. Wenn man mit den Untersuchungen, die man macht, etwas erreichen will, in dem Sinne, dass die untersuchten Methoden oder Arzneimittel anerkannt werden sollen, dann bringt einen diese Art von Forschung leider keine Millimeter weiter, sondern höchstens im Gegenteil. Also deswegen möchte ich das ganz, ganz, ganz dringend unterstützen. Es ist ganz wichtig, dass man, wenn man denn schon wissenschaftlich untersuchen möchte, ob Homöopathie oder was auch immer, dass man sich Methoden bedient, die allgemein anerkannt sind, gängig und allgemein in der Wissenschaft anerkannt sind. Und das ist ich möchte das auch deswegen betonen, weil das ein ganz heikler Punkt ist, bei solcher Forschung wie der von mir geschilderten Homöopathieforschung, bei den Verfechtern der Homöopathie, die vielfach noch größere Gegner dieser Forschung sind als die etablierten Wissenschaftler. Weil sie eben sagen, das zerstört die Homöopathie, das schadet ihr und man kann Homöopathie so nicht untersuchen. Gerade deswegen möchte ich das betonen, dass man also, es ist einfach, wenn man zu einer stärkeren Anerkennung kommen will, wenn man dazu kommen will, dass diese Verfahren auch an den Universitäten zum Beispiel im Medizinstudium gelehrt werden sollen, dass das integriert wird in die Medizin, dann muss man sich allgemein anerkannte Methoden bedienen. Und Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag gesagt, die Homöopathie gehört in die Hand eines Arztes. Ich habe den allerersten Tag Ihres Vortrags leider nicht gehört, deshalb wollte ich nur nochmal, weil ich auch vorhin auch was von Heilpraktiker gehört hatte, ob Sie das bitte nochmal abgrenzen können. Sind Sie der Meinung, dass man da Unterschiede machen könnte
zwischen Homöopathie in der Hand eines Arztes und Homöopathie in der Hand des Heilpraktikers zum einen. Und wie sehen Sie die Möglichkeit, die sich eigentlich doch nach meinem Kenntnisstand zunehmend mehr abzeichnet, dass eben diese Integration in die Schulmedizin doch auf vielen Gebieten stattfindet, offenbar mit erheblichen Erfolgen? Können Sie da vielleicht nochmal eine Perspektive dazu sagen? Ja, ich kann diese Frage nicht in irgendeiner Weise beurteilt, schon gar nicht abschließend beurteilen. Ich kann dazu nur feststellen, dass es unter Heilpraktikern und auch unter sonstigen Laien, es müssen gar nicht Heilpraktiker sein, mit Sicherheit begnadete Homöopathen gibt, mit Sicherheit. Es gibt zum Beispiel auch einen homöopathischen Laienverein, wo man eine Beherrschung der Homöopathie findet, da fällt einem der Unterkiefer runter. Der Streit Homöopathie zu Heilpraktikern ja oder nein, den kann man nicht entscheiden. Ich wüsste jedenfalls nicht wie. Es gibt eine Gefahr, die von den, so wie ich das sehe, allermeisten homöopathischen Ärzten jedenfalls betont wird. Nämlich, dass man auch wissen muss, dass die Homöopathie Grenzen hat. Also ich habe noch keinen vernünftigen homöopathischen Arzt getroffen, der nicht gesagt hat, und ich muss immer im Hinterkopf haben, die homöopathische Therapie hat Grenzen. Da könnte eine Gefahr liegen. Und das ist auch das, was weswegen heute von ärztlicher Seite auch betont wird, Homöopathie gehört in die Hand des Arztes, damit das solide, sagen wir mal, normal medizinische Grundwissen und Wissen vorhanden ist. Und Sie werden ja auch finden, dass die allermeisten homöopathischen Ärzte, wirklich die allermeisten, nie die Homöopathie ausschließlich anwenden, sondern dass sie erstmal den Patienten sich anschauen, ihn untersuchen und die Frage prüfen, ob dieser einzelne Patient mit den Symptomen, die er hat, überhaupt für eine homöopathische Therapie geeignet ist oder ob es nicht andere Therapien gibt, die vielleicht in diesem Einzelfall viel sinnvoller wären. Und dieser breite Hintergrund jedenfalls auf, sagen wir mal, solidem medizinisch-klinischem Wissen hat nur der Arzt. Aber also so abschließend glasklar kann ich die Frage auch nicht beantworten. Und die Frage der Integration: Wir stehen an einer Schwelle zurzeit, weil auf Druck des Deutschen Bundestages die Homöopathie in den Gegenstandskatalog, also in den Lernkatalog für Ärzte aufgenommen worden ist. Und ab dem 1. Januar 1992 muss im Medizinstudium behandelt werden das Thema Möglichkeiten, Methoden und Grenzen der Naturheilverfahren und der Homöopathie. Das ist ein wahnsinniger Durchbruch. Denn dieser Durchbruch ist nur aufgrund des Bundestages und damit aufgrund des Drängens der Bevölkerung erreicht worden. Erklärtermaßen gegen die Universitäten, gegen die Ärzteverbände, gegen die Krankenkassen, gegen. Ganz erklärtermaßen. Aber nun ist es drin. Und ab 1. Januar muss an jeder medizinischen Fakultät dazu etwas gelehrt werden. Das Problem ist nur, das kann man so lehren und das kann man so lehren. Man kann die Betonung legen auf Möglichkeiten und man kann die Betonung legen auf Grenzen. Nun gibt es dazu wie immer eine Kommission, die also den Lehrrahmen ausarbeiten wird. Und da muss man abwarten, wie das läuft. Aber damit ist zunächst mal prinzipiell ein Schritt getan. Damit ist man in der medizinischen Lehre. Nur, man darf sich nicht davon täuschen lassen. Also die Universitäten, die strenge Wissenschaft, diese streng klinische Medizin, die ist davon überhaupt weder beeindruckt noch in irgendeiner Weise berührt. Und es veranlasst die auch nicht, sich jetzt daraufhin stärker zu öffnen und das zu integrieren. Also da ist eine harte Bastion. Da ich da noch zu, das also Sie gestalten,
Noch eine Zusatzfrage dann. Was gibt es denn da eigentlich für eine Begründung, wenn Sie eben darlegen, dass es eine solche Toleranz auch zwischen der moralischen Seite gibt und auch der wissenschaftlich nachvollziehbaren Erfolge, die Sie dargelegt haben, und der Möglichkeit, das auch zusammenzuführen? Was gibt es denn da eigentlich von der Schulmedizin noch für ernstzunehmende Begründungen, sich da noch dagegen zu stellen? Vielleicht ein bisschen naive Frage, aber das ist irgendwie ein Kernsatz. Aus meiner Sicht gibt es keine. Wenn Sie die Betonung auf ernst zu nehmen legen, gibt es keine. Darf ich eine Antwort geben? Ich würde die Kollegen gerne ein bisschen verteidigen, die Mediziner. Und zwar folgendes, das ist vorhin auch in den Untersuchungen angesprochen worden. Ich denke, worüber man, wenn man vorurteilsfrei schaut, nicht mehr streiten kann, ist, dass Wirkungseffekte nachweisbar sind bei der Homöopathie. Das größere Problem ist, die Ursache, das heißt die wirklichen Auslöser für diese Wirkungseffekte zu identifizieren. Das heißt auch wissenschaftlich zu beschreiben und eine Erklärung zu geben, weil das und das und das ist, funktioniert das. Das heißt, ich nehme ein Mittel, wo nichts drin ist und stelle fest, am Stoffwechselverhalten der Zelle verändert sich was. Aber die Zelle selber hat zunächst keinen chemischen Kontakt gehabt. Ich kann jetzt an dem Mittel sagen, das hat eine bestimmte physikalische Struktur, ich weiß aber noch nicht, was die physikalische Struktur macht. Und normalerweise in den Wissenschaften, die haben ein fertiges Lehrbuchsystem. Das ist auch das Wissen, mit dem wir jeder Hochschullehrer von uns arbeitet, mit gesichertem Wissen. Und in diesem Lehrbuchsystem kommt diese Beeinflussung, kann es da eigentlich nicht geben. Es kann nicht geben, dass die leere Menge eine Zelle beeinflusst, aus der Sicht der Stoffe. Und jetzt steht man in dem Dilemma, dass man auf der einen Seite die Erklärung nicht hinüberkriegt und auf der anderen Seite aber Leute kommen und sagen, schaut auf die Wirkung. Das ist im Grunde die Situation des Galilei. Also der sagt, schaut doch durchs Fernrohr. Und zu Recht auch, und beim Recht im Schauspiel ist es dann auch sehr drastisch ausgeführt, zu Recht die sagen, wir brauchen nicht durchschauen, weil wir wissen, dass man nicht sehen kann. Und rückwärts kommen uns an sich die Kardinäle da ziemlich dumm vor. Aber vorwärts, wenn man das mal aus der Zeit versteht, und da steht ein Stück die Medizin, ist es so dumm auch nicht, weil es neben dem, was halt heute in der Homöopathie sich beweisen lässt, auch tausende Behauptungen gibt, wo genau Leute auch irgendwas behaupten und man hinterher dann doch nichts sieht. Also das heißt, da wo die Brücke nicht gebaut ist, ist zunächst mal der Verdacht, dass es keine Brücke ist, sondern Abgrund, auch nicht unberechtigt. Und das ist der Teil. Und jetzt, also das ist vielleicht der Teil, den ich zur Verteidigung führen will. Und der zweite ist natürlich, dass es viel Arroganz gibt. Das unter Wissenschaftlern, sage ich laut, das ist mein Beruf, gibt es viel Arroganz gegen Andersdenken. Ist ja im normalen Leben auch so, und dann sind die Wissenschaftler genauso. Und die Mediziner haben zumindest vom Gefühl her das Gefühl, sie sind eine sehr sichere Wissenschaft oder sie tun so. Und sie werden von uns auch ermuntert, das zu tun. Denn jeder Kranke will vom Arzt eine möglichst sichere Aussage, wie er behandelt werden wird. Und ein Arzt und auch ein Medizinprofessor lernt, im Grunde mehr Sicherheit zu vermitteln, als er hat. Und das erwarten wir von ihm auch. Also ich denke auch, wir tragen ein klein bisschen manchmal dazu bei. Also ich habe es vielleicht als ein bisschen zu weit in Schutz genommen, aber ich denke, auch das muss man verstehen. Es ist nicht nur reine Arroganz. Jeder von uns auf dem gleichen Stuhl würde aus guten Gründen sich vielleicht auch erstmal sperren. Und das Gefecht, was im Moment geführt wird, ist, in diese Sperre hineinzukommen mit guten Argumenten und auch nicht gleich zu verzweifeln, wenn nicht alle Leute auf was Neues auf der Stelle springen. Das ist vollkommen richtig. Das muss man auch immer wieder der Situation zugute halten. Die Forschung, von denen ich Ihnen berichtet habe, die beginnt 1985, buchstäblich. Und die meisten Dinge laufen noch. Ja, da sind zwar schon Ergebnisse da, die sind auch veröffentlicht. Und auch da, ich betone das selbst auch immer wieder, man kann von den Medizinern nicht verlangen, dass das, was 200 Jahre lang gültig war, absolut gültig war, innerhalb von 2 Jahren oder auch nur von 20 Jahren einfach über Bord zu werfen und zu sagen, ach schade, war nichts, machen wir was anderes. Das kann man nicht erwarten. Das würde auch keine andere Wissenschaftlergruppe, das würde auch keine andere Berufsgruppe machen. Nicht? Man kann nicht erwarten, dass gerade wenn es um so schwierige Dinge geht, wenn die ganze Medizin, was Arzneimittel angeht, denkt rein chemisch. Und das geht eben bei der Homöopathie zum Beispiel nicht, absolut nicht. Und da kann man nicht erwarten, dass der Umschwung so schnell kommt. Also das ist vollkommen richtig. Da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Also das Interessante ist ja, das kommt. Das ist ja interessant.
Weil er deutet sich an, also ich würde den, jetzt habe ich doch nochmal rein, so die Frage, dass es in den Hochschulen heute angesprochen werden muss. Also aus meiner Erfahrung mit der Hochschule sehe ich dann eine ziemliche Triebkraft drin, weil es nämlich die Auseinandersetzung auch zwischen Studenten und Lehrern sehr stark beflügelt wird. Da wird die Power kommen. Es wird nicht möglich sein, schlechte Lehrer über Homöopathie zu machen, wenn es gute Bücher gibt. Ja, das muss man klar sehen, weil in der, so der Studentengeneration die Fragen und auch das Interesse anders geht, weil die nicht mehr auf einer festgebauten Meinung aufbauen, sondern dabei sind, sich Meinung zu bilden. Und also von daher sehe ich da tatsächlich natürlich, ziemliche Power drauf. Man darf das jetzt, ich habe sicher die Konfliktseite des Ganzen sehr stark betont heute Abend. Ich habe das auch bewusst gemacht, denn sie ist schlimm auch, das ist mir auch zum Beispiel ein Anliegen, was man an der einen Stelle sagte, was da mit Nachwuchswissenschaftlern passiert. Ja, denn die Beschäftigung damit, die ist nicht nur karrierefeindlich, die ist karrieretödlich, schlicht und ergreifend. Punkt. So, die Leute können ihren Doktor machen, das habilitieren, das hat bis heute noch keiner geschafft, als der Erste steht jetzt an zum Habilitieren. Aber die andere Seite der Medaille ist, ich habe die Stiftung angefangen aufzubauen 1985. So, jetzt haben wir 1990, in der nächsten Woche mache ich ein Projektleitersymposium der Stiftung in Bonn. Und da versammeln sich immerhin 50 Wissenschaftler, ausschließlich von Universitäten und Max-Planck-Instituten. Also da sieht man auch schon, was da für ein Aufbruch doch gewesen ist in den 5 Jahren. Also es tut sich was. Es gibt eine von den Krankenkassen, nicht nur von den Krankenkassen, von den Ärztekammern anerkannte, abgesicherte Fortbildung Homöopathie. Ja? Und also jemand darf sich nur homöopathischer Arzt nennen, wenn er von seiner Ärztekammer diese sogenannte Zusatzbezeichnung, so heißt das, bekommen hat. Das heißt, wenn Sie so jemanden suchen, müssen Sie einen Arzt haben, auf dessen Praxisschild steht, was weiß ich, von praktischer Arzt über, oder Allgemeinarzt oder Arzt für sonst irgendetwas. Und darunter muss isoliert das Wort stehen Homöopathie. Dann hat er die von den Ärztekammern anerkannte Bezeichnung Homöopathie. So, was steckt da dahinter? Dahinter steckt, dass man diese Bezeichnung nur bekommt nach einem ärztlichen Ausbildungsprogramm, was sich über mindestens 2 Jahre hinzieht. Wozu man aber, das darf man erst machen, wenn man bereits approbierter Arzt ist. Dann muss man also eine Zusatzausbildung machen, die sich über mindestens 2 Jahre erstreckt. Und die kann man nur machen bei von den Ärztekammern zugelassenen Ausbildungsärzten für Homöopathie. Das ist ein ganz strenges Reglement, weil man, und das ist sehr gut, dass Sie das ansprachen, Homöopathie eben nicht betreiben kann, indem man sagt, auch jetzt verschreibe ich auch mal was von Hehl, oder indem man sagt, ich ziehe mich in mein Kämmerlein zurück und lese da mal ein gutes Buch drüber. Das geht eben nicht. Das ist völlig richtig. Und bei diesen Ärzten aber mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie, da ist die Homöopathie auch erstattungsfähig. Das ist überhaupt kein Problem. Wie bitte? Wenn es sich um Homöopathie im eigentlichen Sinne handelt, ja. Ja, ja. Ja, auch die Untersuchungsmethode in der Homöopathie, also eigentlich homöopathische Untersuchungsmethoden gibt es ja nur die Befragung, die intensive Befragung und die Erhebung des Lebenslaufes in jeder Hinsicht, das kann ja Stunden dauern. Und dass dieses erstattungsfähig ist, ist vor 14 Tagen vor Gericht erstritten worden. Also auch das ist inzwischen erstattungsfähig, ist überhaupt kein Problem. Also wenn Sie einen Arzt haben mit Kassenzulassung und er hat die Zusatzbezeichnung Homöopathie, haben Sie keine Abrechnungsprobleme. So, und wo Sie die Ärzte finden, das ist auch kein Geheimnis, können Sie schreiben an den Zentralverband, Deutscher Zentralverband Homöopathische Ärzte in Karlsruhe. Die haben ein Verzeichnis sämtlicher Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie, wo Sie gucken können, geordnet nach Postleitzahlen, wo hier einer ist. Also in Berlin gibt es seit 1. Oktober vergangenen Jahres den allerersten Lehrstuhl für Naturheilkunde in der Bundesrepublik Deutschland. Und zwar einen regelrechten Lehrstuhl, öffentlichen Lehrstuhl mit einer Klinik mit sage und schreibe 80 Betten. Ja,
Also da ist richtig was gemacht worden am Klinikum Steglitz der Freien Universität Berlin. Das ist eine Sache, die der damalige Gesundheitssenator Fink in Berlin durchgedrückt hat, gegen den Widerstand der Universitäten und aller Ärzteverbände und so weiter, wirklich durchgedrückt hat. Es ist also in zwei Anläufen niedergeschmettert worden von der Universität, aber der dritte Anlauf dann hat geklappt. Und das ist ein Lehrstuhl für Naturheilkunde, also für das Gesamtgebiet Naturheilkunde mit einer 80-Betten-Klinik im Klinikum. Und die Carsten-Stiftung hat jetzt eine Stiftungsprofessur dazugesellt, damit das auch wirklich in Gang kommt. Und zwar eine Stiftungsprofessur für Forschung, für klinische Forschung zur Naturheilkunde mit Schwerpunkt auf der Homöopathie. Die kommt da also jetzt dazu. Also in der, wenn Sie den Begriff Homöopathie streng nehmen, sagen wir mal die Homöopathie Hahnemanns oder die klassische Homöopathie, in der gibt es als homöopathisches Untersuchungsmittel in erster Linie die Befragung, aber wie es dann heißt, und das ist auch zu Recht, alle Sinne. Ja, also auch der Geruch spielt eine große Rolle bei der Untersuchung und alle Sinne, die der Arzt hat, da einzusetzen, also so von Hahnemann herkommt. Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen. Der radiästhetische Sinn wird von sehr vielen homöopathischen Ärzten eingesetzt, ja.